Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Goodbye Deponia. Ja, wir wollen hier eigentlich uns nur weiter umgucken und auch gleichzeitig vielleicht die Rätsel lösen. Und ich bin immer noch zu inkompetent für dieses Rätsel. Muss man einfach mal sagen. Ernsthaft? 1, Entropie 0. Habe ich es gerade geschafft? Der Vorführeffekt ist Game. Alter, alles klar, ich hab's geschafft. Hey, eine Mülltonne. Was denken die sich bloß dabei, eine Tonne für Fischabfälle direkt unterhalb der Gästezimmer aufzustellen? Hier hat es doch ein für die Müllentsorgung perfekt geeignetes Geländer. In solchen Mülltonnen kann man die verrücktesten Sachen finden. Ein Pelikan. Das ist nicht mal verrückt. Das ist maximal milde merkwürdig. Wir haben einen Pelikan gefunden. Das letzte, was hier fehlt, sind Tischmanier. So, ich muss das doch testen. So, wo geht's hier wieder hin? Ist das das hier? Oso? Keine Antwort. Na, das ist das hier, oder? Oso? Keine Antwort. Zimmer Nummer 5. Rattennest. Drollig. Die geben den Zimmern hier Namen. Ja. Das muss so eins von den Zimmern sein. Passt. Ah, war doch klar. Dann öffnen, gehen wir mal rein. In die gute Stube. Da seid ihr ja. Und wow, was ist das alles für Zeug? Habt ihr das gerade erst aufgebaut? Nein. In diesem Hotel gehören Neurofusionskammern zum Standardzimmerinventar. Natürlich waren wir das. Ganz schön flink. Und wozu braucht man so ein Neuro-Dingens? Kann man damit verschlüsselte Sender gucken? Das auch. Hauptsächlich repariert es aber Golds Gehirnimplantat. Gehirn? Du weißt doch, die Wiederverschmelzung ihrer Charakterfacetten. Ja? Ihr gesamtes Bewusstsein war auf einer Datasette gespeichert. Richtig. Zusammen mit den Aufstiegscodes. Die ihr für den Zutritt zum Hochboot braucht. Genau. Nach diesem Eingriff ist Goal wieder ganz die Alte. Und dann kannst du auch die Dusche wieder benutzen. Dusche? Wozu? Naja, für den Aufstiegszoll. Oder dachtest du, sie lassen dich so nach Elysium? Hä? Was soll das denn nun wieder heißen? Ich meine ja nur, nach allem, was wir über diesen Cletus wissen, ist er ein extrem reinlicher Mensch. Wenn du also in seine Rolle schlüpfen willst. Ah, lass mich mal machen. Kümmert ihr euch erstmal um Goal? Oder muss ich euch dabei auch noch helfen? Nicht nötig. Es ist fast alles bereit. Cool. Fast? Was meinst du mit fast? Oh, nichts Schlimmes. Ich muss nur noch das Dateninterface kalibrieren. Und wieder einmal muss ich die Karre in den Dreck ziehen, stimmt's? Dich doch. Kein Problem. So ein Datengedöns filetiere ich doch mit links. Man muss einfach hier drücken. Und... Rufus, nein! Das drosselt die Brennstäbe. Ah, die können das ab. Rufus, dieses Kalibrieren ist doch eigentlich viel zu simpel für dich. Warum kümmerst du dich nicht um die viel schwierigere Profimission? Profimission? Na klar. Doc braucht noch dieses Ding, das sich nicht in diesem Hotelzimmer befindet. Oh. Genau. Dieses Plasma... Austausch... Flubbidiwupp. Mammutfell. Relais. Ein Plasma-Austausch Flubbidiwupp Mammutfell-Relais? Schwer zu beschaffen. Für Anfänger von eurer Sorte vielleicht. Einen Profi wie mich kostet das nur einen Jiffy. Genial. Die wollen einfach loswerden. Sie ist schon wieder bewusstlos. Diesmal gehört es allerdings zum Plan. Ich rette dich. Und dann geht's ab nach Elysium. Gott, das ist ein schöner Plan, ne? Warum sieht man eigentlich nie seine Beine? Du
Doc? Zum tausendsten Mal, Rufus. Du bekommst deinen Flummi erst zurück, wenn du mir verrätst, wie die Puddingreste in meinen Teilchenbeschleuniger gekommen sind. Erstens war das gar kein Pudding. Zweitens... Wie kommt das Kalibrieren voran? Es käme schneller voran, wenn du... ein Plasma-Austausch-Fluppidi-Wupp-Mammut-Fellrelais besorgen würdest, nicht wahr? Genau. Was würdet ihr nur ohne mich machen? Ich muss ein vernünftiges Leben führen. Viel zu lange ohne doppelt so viel Arbeit. Mission abgehalten. Je weiter du vom Zimmer entfernt bist, desto weniger können wir dich stören. Warum zieht er sich nicht endlich was an? Er holt sich noch die Schüttelpocken. Und wenn er es nicht tut, hole ich sie ihm halt. Freunde tun sowas füreinander. Wow. Na, Boso, du alter... Pirat, sag es ruhig. Hä? Nee, wie kannst du denn ein Pirat sein? So ganz ohne Kutter. Du Altersflecken-Endlager, wollte ich sagen. Zieh dir mal lieber was an. Du willst doch nicht, dass Gold sofort wieder ins Koma fällt, sobald sie aufwacht, oder? Willst du dir jetzt nicht langsam mal was anziehen? Geht nicht. Meine Klamotten sind in der Wäsche. Und wenn ich sie dir bringe, ziehst du dir dann endlich mal was über? Warum sollte ich? Du frierst doch bestimmt. Es ist schon ein wenig zugig. Ich glaube, die Heizung ist ausgefallen. Aber, naja, was ein echter Pirat ist. Du und ein Pirat. Wer hatte denn den Quatsch eingeredet? Naja... Eigentlich warst du das. Ach, herrje, wenn man blöd fragt. Es ehrt mich, dass du versuchst, mir nachzueifern. Aber sieh den Tatsachen ins Auge. Du wirst nie so ein Draufgänger wie ich. Komm schon, schlüpf in deinen schmuseweichen Plazenta-Fellmantel und... Bah, vergiss es. Ich bleib jetzt erst recht in der Kälte sitzen. Und wenn ich mir dabei die Schüppelpocken hole... Ich brauche dieses Handtuch. Okay. Nein! Du weißt auch nicht, was du willst. Neue Augen. Ich sag dir, du holst dir die Schüttelpocken. Unsinn. Dann wäre meine Zunge doch ganz blau. Außerdem hätte ich Husten, Schnupfen und Fieber. Blaue Zunge, Husten, Schnupfen, Fieber. Alles klar. Rufus, du planst doch nicht etwa, mich mit Schüttelpocken zu infizieren. Ich habe nur gesagt, dass du sie dir holst. Wie du das machst, bleibt mein Geheimnis. Ach, Rufus, mach doch, ey. Was du willst. Okay. Außer der Sache mit den Beinen, hörst du? Alles, nur nicht das. Sorry, ich muss hier weg. Nimm's nicht persönlich. Es ist einfach nur dein abscheuliches Aussehen. Meine Augen sind schon ganz vereitert. Alter, also... Wie kommt mir Rufus in diesem Teil unfreundlich vor als alles? Wirklich? Und Fluppidiwupp? Schon gut. Irgendwie kommt mir das so ein bisschen extrem vor. Er braucht keine weltlichen Besitztümer mehr. Vorausgesetzt, seine Geschichte stimmt. Kriege ich irgendwie noch eine Münze? Ich brauche, glaube ich, eine, ne? Da war ja nichts mehr drin, ne? Dieser Druck. Was, wenn ich versage und die Welt doch untergehen wird? Ich bin der Größte. Warum war es wirklich in diesem Teil irgendwie noch unfreundlicher als sonst so? Und, ja, sonst können wir nichts machen. Und das ist halt so ein bisschen krass. Was machen wir am besten? Wir haben hier alles gemacht, Heizung schon ausgestellt. Dann geht's wohl hoch. Raus zur Rezeption, würde ich mal sagen. Das ist doch Cletus. Der hat mir gerade noch gefehlt. Dieser Anzug darf auf keinen Fall heißer als 30 Grad gewaschen werden. Haben Sie das verstanden? Klipp und Klopsi.
Mein Assistent wird ihn morgen früh wieder abholen. Füllen Sie derweil die Anmeldung aus, Oppenbott. Und passen Sie gut auf die Tasche mit dem Geld auf. In dieser jämmerlichen Absteige arbeitet nur Gesinde. Hier arbeitet jemand? Verzeihen Sie, Herr Inspektor, aber ist das dort nicht die Tasche mit meinem Plasma-Austausch-Fluppidi-Wupp-Mammut-Hell-Release? Seien Sie nicht albern, Oppenbott. Die Taschen sind identisch. Ihre ist bereits auf unserem Zimmer. Und dorthin werde ich mich nun auch zurückziehen. Ich hoffe, es ist nicht so marode, wie der Service hier es nahelegt. Das hätte ins Auge gehen können. Diesem Schnösel wäre ich nur ungern über den Weg gelaufen. Jetzt heißt es auf der Hut sein. Er sucht doch garantiert nach Gold. Dafür weiß ich jetzt, wo ich dieses Plasma-Austausch-Fluppidi-Wupp-Mammut-Fell-Relais herbekomme. Letus hat seine Tasche direkt auf die Durchreiche zur Küche gestellt. Diesen Leichtsinn wird er noch bereuen. Die ist bestimmt voller Dornwarzenkeime. Alles klar, das heißt, wir werden hier rumgehen und die Tasche dann nehmen. Wenn ich sie einfach so mitnehme, wird Oppenbott das bemerken und Alarm schlagen. Was hier fehlt, ist ein Plan. Voller Pfeile und Schleudern und Fallstricke und unvorhersehbarer Wendungen. Oder wenigstens ein paar cooler Spezialeffekte in 3D. Boah, das ist klar. Dann brauchen wir wohl einen Kopf, der genauso aussieht. Ich bleibe lieber in Deckung. Achso, ich muss dann außen rumgehen. Und so raus. Da ist die Tasche. Irgendwo habe ich so eine Tasche doch schon mal gesehen. Kann ich mir deine Tasche ausleihen? Na klar, nimm sie ruhig. Immerhin hast du mir ja bislang nur meine Lebensgrundlage und mein Zuhause genommen. Warum dann nicht auch die Tasche mit meinen letzten Besitztümern? Cool, danke. Sehr aufmerksam. Igitt, ist die fleckig. Hey, das war Ironie. Hab ich mir schon gedacht. Vielleicht solltest du dich beim nächsten Mal hinsetzen, wenn du sie schon mit aufs Klo nehmen musst. Alter, Rufus ist so unfreundlich. Ich weiß nicht, ob das so. Also, warum ist er auf einmal so unfreundlich? Dass die anderen mittlerweile keinen Bock mehr auf ihn haben, ist verständlich. Aber warum ist Rufus so unfreundlich? Liegt es daran, dass die anderen keinen Bock mehr auf ihn haben? Also, das ist so ein doppeltes Ding. Aber ja, ey. Ganz ehrlich, Rufus, ey. Nice. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Porzellan, Kristallgläser, Scherben, noch mehr Scherben. Was will er mit all diesen Scherben? Und? Aha! Geld. Wow. Es ist schon eine ganze Weile her, dass ich so viel Geld in der Hand hatte. Oder überhaupt irgendwelches Geld. Was machen wir jetzt mit dem Geld? Für eine Maschine wirkt er ziemlich überfordert. Dabei habe ich noch nicht mal richtig losgelegt. Wir müssen ja irgendwie in deren Zimmer kommen. Hallo? Ist da draußen jemand? Der Wendt! Die Küche brennt. Das passt ins Bild. Nicht einmal der Wind weiß hier, was sich gehört. Hallo? Ist da draußen jemand? Der Wendt! Die Küche brennt. Das passt ins Bild. Nicht einmal der Wind weiß hier, was sich gehört. Der braucht Klopapier. Was machen wir denn? Hier haben wir alles geschafft. Igitt. Zimmer des Sehers. Da sind nur noch Scherben drin. Hoffentlich bringen die wenigstens Glück.
Das eignet sich wohl kaum als Brotaufstrich. Das eignet sich wohl kaum als Brotaufstrich. Das eignet sich wohl kaum als Brotaufstrich. Der bereitet sich noch auf seine Rede vor. Also da können wir auch noch nicht so viel machen. Aber ja, ich habe Angst vor dem Ende. Mal gucken, ob es ihm zusagt, wenn ich ein bisschen nachwürze. Keine Ursache. Zu spät. Der Pelikan hat alles leer gefressen. Bin ja auch selbst schuld. Verflucht sei mein kulinarisches Talent. Der Pelikan hat alles leer gefressen. Bin ja auch selbst. Okay, ich hab's ja verstanden. Ich trage nur Dreck mit mir rum. Selten so gelacht. Die Pelikan-Fütterungszeit ist vorbei. Als nächstes schaue ich mir die Pinguin-Show im Delfinarium an. Den haben wir jetzt aber auch irgendwie gezeigt. Was können wir jetzt damit machen? Es ist leer. Wo muss ich später irgendwas reinballern? Wir müssen hier jetzt irgendwas machen. Wir haben nichts anderes zu tun mehr. Ach, das dauert ja Stunden. Was nicht heißt, dass ich ihm die Geschichte mit der Zeitmaschine abnehme. Besetzt! Ach komm schon, du kannst doch nicht ewig da drin hocken bleiben. Und ob ich das kann, ich habe eine Zeitmaschine. Kommen wir mit Papiergeld als... Hier, damit geht's bestimmt. Oh, das ist aber weich. Ich danke dir. Endlich kann ich meine Reise fortsetzen. Hier, nimm das. Was ist das? Dein Wechselgeld. Ich habe nicht alles aufgebraucht. Und nun auf zu neuen Gestaden. Mach es gut. Endzeitmensch. Hey, halt, stopp! Verdammte Kiste, er ist weg. Wenn ich mir nicht ständig solche Dinge einbilden würde, wäre ich jetzt wirklich beunruhigt. Wir haben Wechselgeld bekommen, what the fuck? Das 5-Slotti-Stück wurde schon aus dem Verkehr gezogen, weil es in keinen Automaten passte und Narben hinterließ, wenn Kleinkinder es sich in die Nase steckten. Boah. Mein Gott, wovon hat er eigentlich geredet? Da ist doch noch Toilettenpapier, vierlagig, mit Luftpolster. Oh, das ist tatsächlich ein bisschen rau. Das stellt sogar noch die Apothekenumschau des blinden Drugstore-Besitzers in den Schatten. Und die war immerhin in Blindenschrift. Oh, das ist tatsächlich ein bisschen rau. Das stellt sogar noch die Apothekenumschau des blinden Drugstore-Besitzers in den Schatten. Und die war immerhin in Blindenschrift. Alles klar, jetzt haben wir das hier vermutlich durch. Und die Münze können wir doch locker hier reinstecken. Aber ich schätze mal, die passt nicht rein. Verdammt, die Münze ist zu groß. Was nützt das schönste Kleingeld, wenn es zu groß ist? Dann müssen wir vermutlich mit dem rauen Klopapier das abschmirgeln. Das ist tatsächlich ein bisschen rau. Vielleicht... dass das funktioniert. Das nenne ich mal wirklich inflationären Gebrauch von Fäkalhumor. Die Münze ist jetzt viel kleiner. Das nenne ich mal wirklich inflationär... Alter, ist das krass, ey. Du feilst die Münze so ab, ey. Na endlich. Dieses ganze Geldwechseln hat mich ganz schön hungrig gemacht. Ich glaube, ich werde trotzdem Oso den Vortritt lassen. Laut Verfallsdatum kann man diese Pastete noch gut essen. Ich habe das Gefühl, die bewegt sich schon so. Aber verfeinern wir die doch mal mit so ein bisschen Pfeffer. Man kann nie genug Pfeffer haben. Hey! Keine Panik. Ist alles auf der Pastete gelandet. Pasta auf die Pasteta. Erzeugt zwar ein leichtes Fieber, ist dafür aber auch gut für die Zähne. Und für den Husten. Und hier ein ganz besonderer Gaumenkitzler. Haha, fresst meinen Staub, ihr risikoaversen Durchschnittsköche.
Boah, Igitt, ey. Laut Verfallsdatum kann man diese Pastete noch gut essen. Vorausgesetzt, ich interpretiere dieses Piktogramm von einem Jäger, der einen Büffel erlegt, richtig. Das eignet sich wohl kaum als Brotaufstrich. Warum zieht er sich nicht endlich was an? Er holt sich noch die Schüttelpocken. Und wenn er es nicht tut, hole ich sie ihm halt. Freunde tun sowas füreinander. Jo, alles klar. Hey, Boso. Klites steigt hier rum. Er hat das Zimmer nebenan bezogen. Wahrscheinlich sucht er Goal. Oh je. Hat er dich schon gesehen? Mich gesehen? Ach, ihr sprecht hier mit dem Meister der Tarnung. Der menschlichen Tarnkappe. Leise Treti, leise Treto. Dem heftigen Leisetritt in die Kronjuwelen des Unrechts. Hey, ist da drüben bald mal Ruhe? Na, ihr wisst schon. Du, Rufus, vielleicht ist es doch besser, wenn du vorerst auf dem Zimmer bleibst. Unsinn! Ihr wollt ein Plasmadidasmadidings und ich werde euch ein Plasmadidasmadidings besorgen. Aber... Psst. Ihr wollt doch nicht, dass Klites euch hört, oder? War das nicht krass vorhin? Geht so. Oh je, du bist unglücklich, nicht wahr? Unglücklich ist gar kein Ausdruck. Das wäre ich wohl auch an deiner Stelle. Immerhin hast du die ganze coole Action verschlafen. Komm schon. Nun lach doch mal wieder. Warum sollte ich? Mein Kutter ist kaputt. Ist doch kein Weltuntergang. Die Welt geht unter. Nicht vor morgen früh. Und etwas Vernünftiges zu essen gibt es hier auch nicht. Mecker, mecker, motz, motz. Du klingst schon fast wie meine Ex-Freundin. Toni. Oder mein ex-bester Freund Wenzel. Oder jeder andere, der einen größeren Zeitraum mit mir verbracht hat. Und das bringt dich nicht irgendwie zum Nachdenken? Ha. Um mich zum Nachdenken zu bringen, muss schon deutlich mehr passieren. Ja, das war auch mein Eindruck. Es ist leider true. Sagtest du eben, dass du Hunger hast? Ach, das hast du mitbekommen? Tja, das nennt man selektive Wahrnehmung. So eine Art mentale Superkraft, die Spreu vom Weizen zu trennen. Spreu in die linke, Weizen in die rechte Gehirnhälfte. Ja. Ich bin schon ein Früchtchen. Wenn du mir etwas zu essen besorgen willst, im Souterrain steht ein Pastetenautomat. Mal sehen. Ich muss erst noch rausfinden, inwiefern mich das weiterbringt. Was? Naja, ich bring dir was zu essen und da habe ich dann auch irgendwas von. Läuft doch immer so. Wie wäre es mit dem guten Gefühl, einem Freund einen Gefallen getan zu haben? Hä? Nein, nicht sowas. Ich meine was Nützliches. Einen Köderfisch oder so. Sorry, ich muss hier weg. Wir haben doch jetzt die Pastete schon. Verfallsdatum kann voraus. Gut, dann gehen wir doch mal. Etwas zu essen? Was denn sonst? Eine Pastete? Wow, das ist ja wirklich nett von dir. Ich werde noch ganz krank vor Hunger. Du weißt schon, blaue Zunge, Husten, Schnupfen, Fieber, wie bei den Schüttelpocken. Ich sag doch, du solltest dir etwas anziehen. Hätte, sollte, würde. Mit etwas Pastete im Magen sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Was ist? Bekomme ich jetzt die Pastete? Ich glaube, sie ist noch nicht ganz fertig. Hä? Was fehlt denn noch? Dieser verlauste Kopfkissenbezug eignet sich nur für genau zwei Dinge. Erstens, einen Kindergarten unter Quarantäne zu stellen. Und zweitens, ein Kopfkissenbezug. Hä? Was muss ich denn jetzt noch machen? Egal, das werden wir in der nächsten Folge erfahren und... Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser Folge und man sieht sich in der nächsten Folge wieder oder bei einem anderen Projekt. Bis dahin, ciao, ciao und haut rein.